Ja, moin moin und herzlich willkommen schon wieder zurück. Das ist die Überraschung. Surprise, surprise. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Nocturne. Ja, ihr habt es ja gerade noch gesehen oder noch so. Der letzte Part hat mich ganz schön aufgeregt wegen den Automaten und ich bin immer noch leicht aufgeregt, aber es geht schon wieder und ja, das ist die Überraschung. Ich werde heute zwei Parts machen, ausnahmsweise mal. Morgen mache ich dann wieder ein Part. Und ja, dafür, dass ich aber heute dann zwei Parts mache, wird jetzt dieser zweite Part nicht so lang. Wahrscheinlich nur so 27 Minuten dafür. Aber ja, ich hoffe, ihr seid damit dann trotzdem zufrieden. Und ja, ich grüße natürlich wieder recht herzlich den Sergej, Ebermann, den MC Butterberg und den Michael. Und natürlich auch die Pinky. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr freut euch über zwei Parts heute mal, weil ich bin euch das schuldig, weil ich bin jetzt im letzten Part nicht wirklich weit gekommen. Wie gesagt, naja, ich muss mal immer erst wieder einen Schluck trinken, weil immer, wenn ich zu viel rede, dann habe ich das Problem, dass mein Hals trocken wird. So, Leute, jetzt geht's weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ja, wir machen jetzt weiter. Wir müssen jetzt noch hier ein paar Rätsel lösen, aber die sind deutlich schöner als das Automatenrätsel. Und ja, da würde ich mal. Mann, was ist denn gerade mit meiner Stimme los? Es tut mir leid, Leute. Irgendwie habe ich gerade total den Frosch im Hals. Moment. Okay. Ja, wie gesagt. So, jetzt habe ich den Frosch raus. Verdammt. Mann, was ist denn jetzt gerade los? Hallo, Hals, alles in Ordnung? Okay. Wir gehen in das Geheimversteck von Team Rocket. Los geht's, Leute. Wow, das Rocket-Versteck gibt es tatsächlich noch. Ich kann mir vorstellen, dass es hier noch Computer gibt, die wichtige Daten für Bill enthalten. Schauen wir uns mal ein wenig um. Infizierte dürften hier keine sein. Ja, ich glaube, das war tatsächlich so, dass sie keine Infizierten sind, obwohl. Ja, hier sind aber natürlich noch irgendwelche Mechanismen. Müssen wir mal eben schauen. Boah. Okay, wie kriegen wir das jetzt auf? Hier sind doch bestimmt irgendwelche Schalter. Müssen wir doch irgendwie. Ach nee, ich glaube, wir müssen erstmal höher, damit wir diesen Fragezeichenöffner bekommen, so wie im Original, schätze ich mal auch. Und dann können wir da erst weiter. Wie gesagt, also dafür, dass es heute zwei Parts gibt, mache ich jetzt diesen Part nur 27 Minuten lang. Deswegen will ich auch hoffen, dass ich jetzt etwas weiter vorankomme. Alter. Ach so, ja. Okay, nach unten. Nein. Oh, ja. Warum ist das verdammt nochmal nicht so, wenn man hier hochkommt, dass sie dann nach da rausgeht? Warum nach da? Also, ich verstehe es nicht. Okay, Leute. Hier seht ihr das. Hier haben wir die allseits beliebten Pfeilrätsel. Und die mag ich auch. Total gerne. Ja, dann wollen wir mal. So, da haben wir den. Was haben wir da? Ein Gegengift, das können wir bestimmt gebrauchen. So, da und dann müssen wir. Ich muss mal ganz genau jetzt eben gucken, weil sonst haben wir hier ein Problem.
Da so und dann da, da. Nee, das kann nicht richtig sein. Da. Dann müssen wir da, nee, da, da. Ich glaube, so. Und dann so. Ich bin mir sicher, dass es so muss, dass wir hier weiter hoch können. Und oh. Ach ja, da oben ist ja schon der PC, wo wir hin müssen. Moment, ich muss mal eben schauen. Also das hier läuft jetzt wirklich etwas besser als das von gerade eben. Da kommen wir überall zurück. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich eben gucken. Hä, oder kommt man da gar nicht hin? Hä? Nee, also hier kommt man tatsächlich gar nicht hin. Hä, ist das jetzt eine Verarsche? Okay, also hier kommt man anscheinend irgendwie gar nicht hin. Hä, aber es muss doch irgendwie einen Trick geben. Moment, Moment. Ach, wir können... Ja, stimmt, wir können hier... Ah, hab ich gerade irgendwie völlig übersehen. Keine Ahnung, warum. So. Es sieht aus, als wären auf dem PC noch nützliche Daten gespeichert. Aber wie soll ich die Daten speichern? Ich werde wohl irgendwo ein Gerät aufsuchen müssen, um die Daten abzuspeichern. Ja, das hab ich mir gedacht, dass es noch nicht so einfach wird. Okay. Ja, hier sind wir ja wieder hier. Dieses Gerät, könnte das das Gerät sein, was ich denke, was wir sammeln müssen? Dieses eine Gerät, da muss ich jetzt mal eben ganz genau gucken, wo die Pfeile alle hingehen. Ah, ich glaube, ich hab's, Moment. Hier so und dann... ja... Dann hier irgendwo... ja, ich glaube, der... Ah, genau. Junge, wir haben den Speicherstick. Sehr gut. Dann können wir jetzt ja schon wieder zurück. Beziehungsweise, was heißt zurück? Wir können jetzt wieder auf die Platte drauf, wo wir drauf gehen müssen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Nutzt den Speicherstick, um die Daten abzuspeichern. Oha, das war erst eins von vier. Also da kommt noch ordentlich was. Aber das haben wir schon mal. Oh, diese Pfeilrätsel habe ich auch immer so gehasst. Wirklich. Mag ich überhaupt nicht. Boah. Mein Nacken wieder so ein bisschen. Oh. Oh, verdammt, ey. So. Dann wollen wir mal weiter hoch, würde ich mal sagen. Oder nee, wir müssen runter, oder?
Stimmt, wir müssen runter, wir müssen nicht hoch. Ja, ich vergesse das andauernd. Ich verwechsel das immer. Ja, natürlich noch mehr. Deko-Gegenstand sehe ich da unten. Deko-Gegenstand. Oh, wir haben ein Bett gefunden. Sehr gut. Ach, da ist ein PC. Okay, Moment. Wir müssen doch... Ach, wobei, nee, können wir ja gar nicht, oder? Ach, Mann. Doch, können wir wohl. Hier so, oder? Ja. Ah ja. So, wir haben den Datensatz 2. Wir können jetzt schon weiter. Aber hier ist bestimmt auch noch unten etwas. Da muss ich jetzt mal eben wieder schauen. Ja, da unten ist, glaube ich, noch ein PC. Irgendwie habe ich hier schon einen Fehler gemacht. Moment. Ah ja. Okay, hier so war's. Okay. Ja, hier geht's weiter runter. Oh, war ja. Ja, der ist abgeschlossen. Also, wie kommen wir da? Okay, wir müssen noch einen weiteren Gegenstand finden. Jawohl, wir haben den Türöffner. Das ging jetzt zum Glück ein bisschen einfacher. So, Leute, ein Datensatz noch, dann haben wir es. Ja, wie kommen wir da denn hin? Ach, Moment. Nee, ich bin doch von da gekommen. Ja, wir haben ja jetzt den Türöffner. Ich glaube, wir müssen eine andere Tür verwenden. Ach ja, okay, das ist da. Ja. Ich wollte noch mal eben zur Sicherheit gucken, dass wir nichts vergessen. Ja, jetzt müssen wir da wieder hin. Ach. Das wissen wir ja zum Glück. Oh, okay, das war richtig. Ja, wir müssen jetzt ins vierte. Ding dong. Jawohl. Also hier ist nur ein Deko-Gegenstand, aber... Wir wissen ja, wie wichtig Deko-Gegenstände sind, gerade bei uns. So. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Ja, das war's. Ich glaube, wir haben alle Daten für Bill. Lass uns zurückgehen, Bibi. Jo. Gerne, lass uns bloß raus hier. Leute, wir haben es geschafft. Ist das nicht wunderbar? Okay, ihr seht natürlich auch wieder ein paar Infizierte. Oha, der ist ja nur noch zur Hälfte da. Oha, oha.
Okay. Lass uns nie wieder über dieses Thema reden. Bill, wir kommen. Ja, da kann ich auch hier direkt nochmal abspeichern, weil dann brauche ich nicht ganz wieder hinlaufen, zurücklaufen. Was passiert denn jetzt, wo Leute, wenn wir jetzt Axel ansprechen? Was passiert da denn jetzt wohl? Da wollen wir mal gucken, was er zu den Schlüsseln sagt. Bring mir den Kaufverschlüssel bitte wieder, wenn du ihn nicht mehr benötigst. Ja, wir haben ihn ja verloren. Hoppla. Was ist eigentlich hier mit dem Graffiti? Seltsam. Da bin ich wieder. Hey, Christa. Dein Gesicht strahlt ja förmlich. Wurdest du fündig? Ja, war ich. Hier, bitte. Die Daten werde ich gleich mal überprüfen. Könnte aber etwas dauern. Kein Problem. Hast du denn noch was Interessantes zu erzählen? Etwas Interessantes? Also, infizierte Pokémon ähneln oft Pokémon mit schillernder Farbe. Durch einen Gendefekt werden Pokémon überhaupt schillernd. Und wenn Pokémon zu untoten Pokémon werden, ändert sich auch deren DNA, sodass sie schillernd werden. Das habe ich noch in meiner Forschung herausgefunden. Außerdem bekommen viele infizierte Pokémon rot leuchtende Augen. Menschen aber eher trübe Augen. Seltsam, welche Unterschiede die Infektion auf Mensch und Pokémon haben können, nicht wahr? Ach, Bill, das ist zwar nett zu wissen, aber ich meine doch nicht sowas. Erzähl mir doch mal, was du so bisher alles erlebt hast und was deine Hobbys sind. Weißt du noch, als wir da mal zusammen gegessen haben? Ich meine eher sowas. Oh, sowas. Ja, nun, ich, als Hobby. Nun, ich habe mir immer gerne abends die Sterne von meinem Leuchtturm aus angeschaut. Es ist atemberaubend, wie der Sternenhimmel am Abend aussieht. Ui, das würde ich mir auch gerne mal anschauen. Ja, warum nicht? Aber ich merke schon, du bist sicherlich gespannt, was für neue Erkenntnisse du aus den Daten ziehst, ne? Erwischt! Ich will auf jeden Fall mehr herausfinden. Vielleicht wird das sogar ein Durchbruch. Na dann, viel Spaß. Hä? Oh, Leute, Erika! Endlich! Hilfe! Es ist schrecklich! Hallo? Hey, was ist denn passiert? Die Toten, sie kommen! Es ist schrecklich. Hey, bist du nicht Erika, die Arenaleiterin? Ja. Hey, hier bist du sicher. Ist gut. Alles ist gut. Was ist denn passiert? Erika, mein Name ist Christa. Und das hier ist Bill. Du kannst mit uns reden. Erstmal, bist du gebissen worden? Ist alles mit dir in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Mir geht es gut, aber alle meine Pokémon wurden getötet. Oh nein, tut mir leid. Sie alle sind plötzlich wieder aufgewacht und es waren so viele. Wo ist es denn passiert, wenn ich nachfragen darf? Es ist alles auf dem Pokémon-Friedhof passiert. Pokémon-Friedhof? Ja, so einen Friedhof habe ich auch nicht bemerkt. Er ist ja auch für die meisten nicht zugänglich. Es ist ein Friedhof unter der Arena. Hier sollten ursprünglich Pflanzen-Pokémon begraben werden, die ihre letzte Ruhe finden.
Deswegen gibt es dort viel Vegetation. Ich habe damals das Projekt geplant. Pokémon sollten anständig ihre Ruhe finden. Aber plötzlich sind einige Pokémon wieder auferstanden, die eigentlich vor kurzem verstorben waren. Nun, wenn man von den Untoten gebissen wird, wird man selbst zum Untoten. Der ganze Friedhof ist nun verseucht. Und der Baum des Lebens ist in Gefahr. Baum des Lebens? Es ist ein Beerenbaum, der viele verschiedene Arten von Beeren trägt. Ab und an pflücke ich diese Beeren und füttere kranke Pokémon damit, damit es ihnen besser geht. Ich gebe auch viele Beeren an die Forschung weiter, damit die Forschung herausfinden kann, wie der Baum es schafft, so viele verschiedene Beeren zu tragen. Sollte der Baum von diesen Monstern vernichtet werden, dann werden viele Pokémon darunter leiden müssen. Dann müssen wir was dagegen machen. Kannst du wirklich helfen? Ich habe schon gehört, dass du den Leuten hier in der Stadt hilfst. Und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du auch mir helfen könntest. Na klar, dafür sind Vivi und ich ja da. Lore, Loreblatt! Danke, danke, vielen Dank. Kein Problem. Wo müssen Vivi und ich denn hin? In der Arena gibt es eine Treppe, die zu einem Untergrundpfad führt. Am Ende dieses Untergrundes ist der Baum des Lebens. Unterwegs sind viele dieser verwandelten Pokémon. Die Arena ist schon offen. Bitte pass auf dich auf. Alles klar. Du kannst dich gerne hier ausruhen, Erika. Wir kommen bald wieder, Bill. Klar, ich warte hier. Viel Glück euch beiden. Okay, Leute. Wir haben ja aber noch ein Item. Oh, Wundersaat. Die brauchen wir dringend. Das ist gut. Cool, Bill hat das für uns angefertigt. Okay, Leute, Erika ist aufgetaucht. Was sagt ihr dazu? Ich meine, es war natürlich klar, wir sind in Prismania City und es ist klar, dass Erika doch auch noch auftaucht, weil in bisher jeder Stadt ist die Arenaleiterin oder der Arenaleiter aufgetaucht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für Arenaleiter und Städte ihr noch gerne gesehen hättet in Nocturne. Oder generell in der Pokémon-Zombie-Serie. Also Städte, die es nicht gibt. Das ist Mamoria City, Azuria City, Mahagonia City, Ebenholz City und noch ein paar andere. Also es gibt noch ein paar Städte, die man hätte machen können. Also naja. Aber trotzdem, Prismania City ist auf jeden Fall eine der besten Städte in Kanto. Ich würde auch mal sagen, wir sind jetzt bei 23 Minuten. Das mit der Arena, das wird wahrscheinlich dann zu lange werden. Und ich wollte diesen Part ja jetzt auch nicht so lange machen. Ich würde mal sagen, dann machen wir hier für heute einen kompletten Cut. Ich würde wirklich mal sagen, wir tun das. Weil, wie gesagt, dafür gibt es heute dann noch zwei Parts von mir. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und morgen dann der nächste Part, der wird dann wieder etwas länger, also viel, viel länger als jetzt diese letzten Parts. Das kann ich euch schon mal versprechen dafür. Und ja, ich hoffe, euch hat auch dieser Part gefallen, auch wenn er nicht so lange war. Machen wir hier einen Cut, dann verabschiede ich mich für heute komplett und dann sehen wir uns morgen wieder. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch über diese zwei Parts heute gefreut habt, liked, abonniert. Müsst ihr nicht, wäre schön, wenn ihr mich weiter unterstützt. Lasst uns die 200 Abos knacken. Und ja, dann grüße ich nochmal den Sergei, Michael, MC Butterberg und die Pinky und so weiter und alle anderen Zuschauer. Und nochmals vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Ich danke euch da wirklich recht herzlich. Und ja, dann würde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend euch allen. Bleibt gesund, schaltet wieder ein. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Und ich sage ciao, ciao, euer Carlos. Bis dann. Ich hab euch alle wahnsinnig gern. Bis dann.